geniessen alle die Erfolge von Stan, von Timea, von Roger und von all unseren Top-Athleten. Der Weg im Spitzensport ist steinig und lang, aber er ist eben auch sehr teuer. Und darum brauchen wir Leute, die uns unter die Arme greifen. Also ich mache das eigentlich primär, um den Jungen zu helfen. Um denen zu helfen, die auf dem Sprung zu den Profis sind, weil das ist sehr schwierig für die. Vielfach kommen die aus Familien, wo nicht da ein Haufen Geld rum ist. Und der Start für die Profis ist sehr schwierig. Die brauchen natürlich eine Startbasis, dass sie auf Tour gehen können. Es unterstützt einem natürlich recht bei zum Beispiel Reisekosten. Das kostet alles sehr viel Geld, wenn man das selber zahlen muss. Und auch zum Wissen, dass jemand an einem glaubt, ist auch sehr wichtig auf diesem Weg. Ja, ich finde Tennis faszinierend, oder? Weil es ist ein Individualsport und es ist auch ein Laufsport, es ist aber auch ein technischer Sport. Es braucht sehr viel, es braucht Koordinationsfähigkeiten. Und man sieht es ja, wenn man so einem Roger Federer zuschaut, was das alles braucht und wenn man das kann perfektionieren. Und das hat mich eigentlich von Anfang an immer sehr fasziniert. Das Leben ist ein Geben und ein Nehmen, sagt man. Mit dem Reini Fromm haben wir einen Freund und Helfer gefunden, der bereit ist zu geben, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass etwas zurückkommt, sehr gering ist. Und für das gebührt ihm den höchsten Respekt. Ein Märchen wird wahr! Wahnsinn!